Wir gehen mal live in den Landtag in Dresden. Demonstrationsfreiheit in Sachsen zu gewährleisten. Hintergründe der Demonstration am 1. September 2018 in Chemnitz aufzuklären, als dringlich zu erklären. Viele Bürger verlangen sachsenweit dringende Aufklärung darüber, wie gewaltbereite Linksextremisten die Grundrechte von mehr als 10.000 Teilnehmern eines friedlichen Schweigemarsches verhindern konnten, ohne dass die Polizei ernsthaft versucht hätte, das Versammlungsrecht durchzusetzen. Und unsere Geschäftsordnung, meine Damen und Herren, das ist richtig, sieht vor, dass dringende Anträge 3 Werktage vor einer Plenarsitzung eingereicht werden. Wie Ihnen alle bekannt ist, ist heute der 3. Werktag nach dem Wochenende des 1. September 2018 in Chemnitz. Deshalb heute der Antrag, abweichend von unserer Geschäftsordnung gemäß § 114 Absatz 1 Geschäftsordnung, diesen Antrag als dringlich zu erklären und ihn auf die heutige Tagesordnung zu setzen. Ja, vielen Dank. Herr Barth, Sie haben die Dringlichkeit begründet und wir kommen nun zur Abstimmung darüber, ob nach Paragraph. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Die Gegenrede kommt, folgt natürlich jetzt auf dem Fuß. Bitte, Herr Kollege Mayer. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir können die Dringlichkeit nicht erkennen. Der 1. September war bekanntlich letzte Woche Samstag. Sie haben selber gesagt, dass Sie bis Montag, oder der Präsident hat gesagt, dass Sie bis Montag laut unserer Geschäftsordnung die Zeit gehabt hätten, einen Antrag zu formulieren. Das ist das eine. Zum anderen ist, glaube ich, uns allen wohl bekannt, dass wir heute hier in diesem Hohen Haus das Thema Chemnitz und die Ereignisse, die es nach sich gezogen hat, mehrfach in einer Regierungserklärung mit aktuellen Debatten und letztlich auch noch mit Anträgen behandeln werden, sodass ich gar nicht erkennen kann, dass das, was Sie jetzt hier anführen, heute nicht Gegenstand wäre und wir nicht Gelegenheit hätten, auch zeitnah darüber zu sprechen. Die inhaltlichen Punkte, die Sie in dem Antrag anführen, die sind etwas, was im normalen Geschäftsgang bearbeitet werden kann, was vor allem auch im Innenausschuss behandelt werden kann. Also wir können hier nicht die Dringlichkeit erkennen, das ist das eine. Und zum anderen finde ich schon auch ein bisschen, empfinde ich es als Missbrauch des Parlaments, wenn Sie jetzt auf den 114er abheben, wohl wissen, dass Sie mit der Dringlichkeit nicht durchkommen können und jetzt eine Zweidrittelmehrheit hier im Hause erreichen wollen für Ihren Antrag, der wie gesagt überhaupt nicht an der Stelle dringlich ist. Wir werden also diese Dringlichkeit nicht votieren. Das war eine Gegenrede. Gibt es jetzt aus den Fraktionen weitere Gegenreden? Ich weiß jetzt nicht, wer sich zuerst gemeldet hat. Bitte, Frau Kollegin, ein Mikrofon 1 für die Linksfraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Kollegin Butteberg. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich kann für meine Fraktion erklären, dass wir der Dringlichkeit und der Abweichung von der Geschäftsordnung nicht zustimmen. Herr Mayer hat ja schon ausgeführt, es wäre Zeit gewesen, sich am 2. September hinzusetzen, den Antrag zu formulieren und ihn am 3. einzureichen. Auch wir haben an der einen oder anderen Stelle, sehen wir Regelungsbedarf mit der Geschäftsordnung, aber hier auch in den Antrag rein zu formulieren, dass die Geschäftsordnung hier eine Regelungslücke aufweist, das ist wirklich hanebüchen, denn es hätte ja viele Möglichkeiten gegeben. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, eine Sondersitzung einzuberufen. Es gab 2 Sondersitzungen in dieser Woche, die des Innenausschusses, die des Verfassungsrechtsausschusses. Auch da hätte das thematisiert werden können. Das haben Sie nicht gemacht. Sie hätten Ihre aktuelle Debatte ändern können. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, die Dringlichkeit zu begründen, weder im Antrag noch heute hier, außer dass Sie gesagt haben, dass Vorfälle stattgefunden haben. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass bereits am 26. und 27. August Demonstrationsgeschehen in Chemnitz stattgefunden haben, die bundesweit für ein Echo gesorgt haben, dass diese Frage, die Sie hier aufwerfen, jetzt nur an der Demonstration vom 1.9. gestellt hat. Da haben Sie keine Notwendigkeit gesehen, dort einen Antrag zu stellen. Sie beziehen das nur auf die eine Demonstration. Danach hat noch eine Präsidiumssitzung stattgefunden. Es hätte alle Möglichkeiten gegeben. Insofern sehen wir eine Dringlichkeit überhaupt nicht gegeben. Als nächstes Frau Kollegin Neukirch für die SPD-Fraktion. Ja, auch ich möchte für die SPD-Fraktion feststellen, dass wir die Abweichung der Geschäftsordnung für nicht notwendig halten. Der Antrag hätte fristgerecht nach Geschäftsordnung 3 Werktage vor dem Plenum eingereicht werden können. Zum Zweiten stellen wir fest, dass sich das heutige Plenum mehrmals mit den Sachverhalten, mit den schlimmen Vorkommnissen in Sachsen, die uns alle beschäftigen wird, darauf eingehen wird. Es ist genügend Zeit, sich dem Thema zu widmen in diesem Plenum.
Es überrascht aber nicht, dass die AfD-Fraktion zu diesem Mittel greift. Sie will einfach die öffentliche Bühne am Beginn dieser Plenarsitzung für ihre Zwecke nutzen. Dafür stehen wir als SPD-Fraktion nicht zur Verfügung und wir werden daher den Antrag ablehnen. Als Letztes spricht jetzt Herr Kollege Lippmann für die Fraktion Bündnis 90 Grüne. Bitte. Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Fraktion wird dieser durchschaubaren Instrumentalisierung der Geschäftsordnung zum Zwecke des Abziehens einer Propagandashow der AfD in diesem Hause entschieden widersprechen und kann diesem Antrag nicht zustimmen. Das, was Sie hier machen, ist weder rechtlich notwendig noch sachlich geboten. Es hätte die Möglichkeit gegeben, das wurde jetzt schon mehrfach gesagt, fristgerecht einen dringlichen Antrag einzureichen. Er hätte dann halt morgen auf der Tagesordnung des Plenums gestanden. Und das zeigt doch, dass Sie hier nur die Instrumentalisierung vor den Augen der Medien wollen, weil Sie nicht den morgigen Tag erreichen wollen. Zweitens, es ist auch sachlich überhaupt nicht notwendig, hier von der Geschäftsordnung abzuweichen. Es gab eine Sondersitzung des Innenausschusses am Montag, wo alle Aspekte zu Chemnitz hinreichend erörtert wurden. Und der Kollege Wendt hat zig Fragen zu genau dieser Materie im Innenausschuss gestellt. Da gab es die Möglichkeit zur Sachaufklärung. Herr Wendts größtes Problem war die Darstellung, dass man mit Pegida nichts zu tun hätte von Seiten der AfD, obwohl jeder was anderes sehen konnte. Das, was Sie hier machen, ist eine Instrumentalisierung der Geschäftsordnung auf dem Rücken dieses Hohen Hauses. Und Sie können nicht davon ausgehen, dass nur jemand, der die Würde dieses Hauses halbwegs ernst nimmt, dem zustimmen kann. Wir werden das ablehnen. Vielen Dank. Herr Wurlitzer, Sie haben keinen Redebedarf mehr als Fraktionsrat. Gut. Wir haben jetzt die Begründung der Dringlichkeit gehört, wir haben die Gegenreden gehört und wir kommen nun zur Abstimmung, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zur Abstimmung darüber, ob nach Absatz 114, Paragraph 114 Absatz 1 Geschäftsordnung eine Abweichung von der Fristenregelung des Paragraph 53 Absatz 3 Satz 1 Geschäftsordnung zugelassen wird. Ich weise nochmals darauf hin, dass hierfür eine Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder erforderlich ist. Wer dafür ist, die Abweichung zuzulassen, den bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Danke. Stimmenthaltung? Keine. Damit ist die Abweichung von der Fristenregelung mit großer Mehrheit abgelehnt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich sehe keine weiteren Änderungsvorschläge oder Widerspruch gegen die Tagesordnung. Doch noch eine Wortmeldung. Herr Kollege Mayer, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich beantrage die Absetzung des Tagesordnungspunkts 11, Bericht des Innenausschusses, wo sich die Drucksachen zum Datenschutzbeauftragten subsumieren. Der Datenschutzbeauftragte kann heute leider nicht anwesend sein. Wir halten es aber für geboten, dass er bei diesem Punkt anwesend ist. Wir werden das also zu einem späteren Zeitpunkt auf die Plenartagesordnung setzen. Vielen Dank, Herr Kollege Mayer. Darüber werden wir jetzt gleich abstimmen. Wer für die Absetzung des Tagesordnungspunkt 11 stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Keine. Stimmenthaltung auch keine. Damit ist der Tagesordnungspunkt 11 einstimmig abgesetzt. Ja, jetzt beziehungsweise auf eine nächste Tagesordnung verschoben. Ich sehe jetzt keine weiteren Änderungsanträge. Jedenfalls meldet sich. Ich sehe keine weiteren Änderungsanträge oder gar Widerspruch gegen die Tagesordnung. Damit ist die Tagesordnung der 77. Sitzung bestätigt.